Zu einer Kurzintervention gemeldet hat sich der Abgeordnete Heidkamp für die Fraktion der AfD. Herr Kollege Heidkamp, Sie müssen das vom Rednerpult aus machen. Sie können das vom Rednerpult aus machen. Er darf es also. Aber schöner ist vom Rednerpult. Ja, schön, das hält sich an Grenzen. Sehr geehrte Frau Waschke, ich zähle Sie ja eigentlich zu den Diskussionspartnern, die sich immer ganz nett ausdrücken, hart in der Sache, aber sie greifen nie die Person an. Ich kann Ihnen sagen, das finde ich toll. Wir haben im Haushaltsausschuss den Antrag gestellt, Nordmazedonien und Albanien mit diesen Ländern Aufnahmediskussionen anzufangen. Daraufhin fielen die Worte Heuchler, Schizophrenie und ein ganz anderes Vokabular von Pathologie der Psychiatrie. Das fand ich dann nicht so unheimlich zielführend, denn danach, unser Antrag wurde natürlich abgelehnt, und danach wurde fraktionsübergreifend ein abgeschriebener Antrag zur Aufnahme von Nordmazedonien, Albanien gestellt, und diese wurden zugestimmt. Frau Waschke, können Sie mir das mal erklären? Frau Waschke, Sie haben die Gelegenheit zu reagieren, wenn Sie möchten. Nein. Dann ist der nächste Redner der Kollege Wilken für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Was für ein Brocken am heutigen Morgen, den die CDU hier zum Setzpunkt gemacht hat. Aber Herr Müller, Sie haben in Ihrer Rede ja eindrücklich deutlich gemacht, wie eng Sie an den Ängsten und Sorgen der hessischen Bevölkerung argumentieren, weiter weg von dem, was gerade uns hier in Hessen umtreibt, kann man gar nicht mehr sein. Was für ein Brocken heute Morgen, und das ausgerechnet aus den Fraktionen, die uns so gerne vorhalten, wir würden Themen ansprechen, die außerhalb der Zuständigkeit des Hessischen Landtags liegen. Aber, meine Damen und Herren, bei Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung und vor allem Achtung der Menschenrechte haben Sie uns hundertprozentig an Ihrer Seite. Aber selbstverständlich. Ich frage mich nur, warum verwässern Sie dieses starke Postulat im nächsten Satz mit der Erweiterung dieses Kanons um die soziale Marktwirtschaft? Das ist ein politischer Kampfbegriff. Ich werde nicht müde, Ihnen zu sagen, soziale Marktwirtschaft hat nicht Verfassungsrang. Das Grundgesetz lässt die Wirtschaftsweise ausdrücklich offen, und das ist auch gut so. Und dann kommt der schon fast traditionelle Lobgesang auf den Wohlstand. Doch, meine Damen und Herren, das Wohlstandsversprechen der sozialen Marktwirtschaft ist für viele Menschen längst zu einer Farce geworden. Was soll denn sozial an einer Wirtschaft sein, in der Menschen zu Niedriglöhnen schuften, von Armut bedroht oder betroffen sind und sich keine bezahlbare Wohnung mehr leisten können? Nein, die aktuelle Wirtschaftsordnung ist für viele Menschen alles andere als sozial. Die soziale Spaltung, die wir seit Jahren, Jahrzehnten beklagen, ist jetzt auch in der Corona-Pandemie noch einmal sehr viel deutlicher geworden. Während die Zahl und das Vermögen der Millionäre und Milliardäre in Deutschland weiter wächst, haben breite Teile der Bevölkerung massive Reallohnverluste zu beklagen. Ihre Ideologie einer angeblich sozialen Marktwirtschaft wird durch die kapitalistische Realität im Land demaskiert, und die Kritik daran ist mehr als berechtigt. Und Herr Müller oder auch Herr Stirböck, nicht Sie schützen unsere Verfassung
vor vermeintlichen Feinden von links, sondern die politische Linke in diesem Land muss das Sozialstaatsprinzip vor Ihnen und Ihrer markt- und kapitalhörigen Politik schützen. Herr Dr. Wilken, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Schwarz? Nein, leider nicht. Herr Schwarz kann sich ja zu einer Kurzintervention melden. Dann kommt der nächste Brocken in Ihrem Antrag, die Europäische Gemeinschaft. Also, was Internationalismus anbelangt, müssen Sie uns nun wirklich nicht belehren. Wir fassen das auch nicht so eng, dass wir da nur auf Europa gucken. Aber was ist denn mit dieser Europa als Ära des Friedens, der Freiheit, der Sicherheit und noch einmal des Wohlstands? Wann und wie lange war denn diese Ära und für wen galt sie? Ära des Friedens? Für uns in Deutschland? Okay. Aber das wäre ja nationalistisch gedacht. Das können Sie ja gar nicht meinen. Global ist die Europäische Union die Waffenhändlerin. Wir haben aufgerüstete Außengrenzen und so weiter. Das sind alles EU-Probleme. Ära der Freiheit, Überwachungsstaaten, Patriarchat, Ära der Sicherheit für alle, auch in unserem Land lebende Menschen. Also wir sind uns ja wohl alle einig, dass zum Beispiel Migrantinnen und Migranten das bei dieser erstarkenden Rechten sicher anders bewerten. Oder auch Frauen, Femizide. Oder auch wieder noch einmal soziale Sicherheit für alle jedenfalls nicht. Und Ära des Wohlstands, habe ich schon was zu gesagt, nahe auf jeden Fall nicht für alle. Meine Damen und Herren, wir diskutieren nicht über einen Austritt aus der EU. Wir diskutieren über eine Demokratisierung der EU. Das Demokratiedefizit ist eine der größten Gefahren für den europäischen Integrationsprozess. Denn deswegen wenden sich viele Menschen von dem Projekt als Ganzem ab. Und deshalb setzen wir uns für einen umfassenden Ausbau der Partizipationsmöglichkeiten der Bürgerinnen in europäischen Entscheidungen ein. Es ist unsere feste Überzeugung, dass wir, und zwar auf der ganzen Welt, auch hier, deutlich weniger Nationalstaat brauchen und stattdessen mehr internationale Kooperation und internationale Organisationen, um die aktuellen Aufgaben zu bewältigen. Das ist der linke Ansatz. Tja, und dann werden Sie auch noch unfreiwillig komisch in Ihrem Antrag. Sie postulieren die Politik auf der Grundlage wissenschaftlicher Fakten und demokratischer Legitimation. Nun, da sehen wir nun mal so ein paar Defizite in unserem Land im Moment. Die Parlamente waren bei den ganzen Corona-Entscheidungen viel zu lange komplett außen vor. Und ich warte immer noch auf den Tag, wo mir irgendjemand, gerne auch Sie, Herr Müller, die wissenschaftliche Grundlage des Inzidenzwerts 165 erklärt. Ich könnte diese Aufzählung jetzt beliebig lange fortführen. Ich stelle aber fest, und das ist gestern ja auch schon breit diskutiert worden, wir leben in der dritten Welle der Pandemie eben, weil wissenschaftliche Fakten zu lange ignoriert und stattdessen wirtschaftliche Interessen verfolgt wurden. Und ich habe auch immer noch den Videoausschnitt vor Augen, wo der Ministerpräsident ausdrücklich gesagt hat, er redet doch noch nicht mal mit denen, die schon vor Wochen gewusst haben, was passiert. Nein, genau das Gegenteil sollten Sie tun. Und ich vermute mal, wenn wir, wann auch immer, uns mal wieder auch mit anderen Problemen wesentlich in diesem Land beschäftigen werden, also zum Beispiel der drohenden Klimakatastrophe, dass es auch dann wieder, wie schon vorher, nicht so weit her sein wird mit den wissenschaftlichen Fakten, die gegen die wirtschaftlichen Interessen gestellt werden müssen. Und dann, meine Damen und Herren von den regierungstragenden Fraktionen,
sollen wir dem auch noch zustimmen? Wissen Sie was? Das lassen wir. Vielen Dank, Herr Dr. Wilken. Nächster Redner ist der Kollege Schauder für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe KollegInnen! Jede Krise ist ein Stresstest für die Demokratie. Vor gut einem Jahr haben wir zu diesem Thema schon eine Debatte geführt, und damals war ich mir sehr sicher, dass unsere Demokratie krisenfest ist. Heute bin ich mir sicher, es gibt keinen Grund, an diesem Urteil etwas zu ändern. Unser Grundgesetz ist das Fundament unserer Gesellschaft. Es garantiert uns die Gewaltenteilung zwischen Parlamenten, Regierung und Justiz. Gerade jetzt, unser Parlament tagt, daran sieht man schon, die parlamentarische Demokratie funktioniert. Unsere Regierung arbeitet, organisiert, veranlasst Verordnungen. Und auch die Justiz, Gerichtsprozesse finden statt, Gesetze können vor den Verfassungsgerichten kontrolliert werden. Damit zeigt sich, unsere Verfassung funktioniert und auch als Fundament unserer Gesellschaft, unserer Grundrechte. Es ist die Basis, auf der wir uns über den besten Weg streiten können, welche Maßnahmen in der Pandemie die richtigen sind, welche falsch sind, wo man nachschärfen muss, wo man eventuell lockern kann. Auf dieser Grundlage der Grundrechte kann die Presse frei berichten und jeder Mensch seine Religion frei ausüben. Auch in der Krise sind die Grundrechte selbstverständlich unverbrüchlich. Sie werden nicht aufgehoben und nicht zurückgegeben. Allerdings kann und muss in Grundrechte eingegriffen werden, wenn verschiedene Schutzgüter miteinander kollidieren. Am plastischsten ist es momentan natürlich bei der Konfrontation zwischen Freiheit und Gesundheitsschutz. Natürlich würde auch ich gerne, wie so viele andere junge Menschen, jetzt feiern gehen und Festivals besuchen. Aber mir und vielen anderen ist völlig klar, dass das Herde der Infektion sind, dass das zurzeit einfach nicht möglich ist, dass man da ein Stück weit zurückstecken muss. Dieser Eingriff in unsere Freiheitsrechte ist nachvollziehbar und gerechtfertigt. Gedanken wie Survival of the Fittest zeigen ein faschistisches Menschenbild, das ist ganz klar verfassungswidrig, denn unsere Verfassung schützt jedes Leben. Denn jedes Menschenleben ist wertvoll. Das ist eine wirklich große Errungenschaft unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung, genauso auch wie die Europäische Union. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin Jahrgang 1997. Ich bin fast schon selbstverständlich mit Europa aufgewachsen. Meine Generation ist praktisch selbstverständlich mit der EU aufgewachsen. Meine Generation kennt keinen Weltkrieg und keinen Kalten Krieg. Meine Generation kennt keine Diktaturen in Europa. Stattdessen kennt meine Generation offene Grenzen. Meine Generation kennt Erasmus, Studieren im Ausland. Meine Generation kennt das Lernen von Kulturen und Sprachen. Meine Generation kennt Abifahrt nach Prag. Meine Generation kennt mittags am Frankfurter Hauptbahnhof in den TGV einsteigen und wenige Stunden später mitten in Paris bei unseren französischen Freundinnen und Freunden zu sein. Das ist das Europa, das wir kennen und lieben. Und das ist, Herr Abgeordneter Schauder, lassen Sie eine Frage von Herrn Abgeordneten Lambrou zu. Frau Präsidentin, von dieser Fraktion ganz grundsätzlich schon nicht. Das ist das Europa, das wir brauchen, auch um die größte Herausforderung der Menschheitsgeschichte zu meistern, nämlich die menschengemachte Klimakatastrophe.
Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, leider missbrauchen auch einige Kräfte die Pandemie, um politisches Kapital daraus zu schlagen, um die Europäische Union anzugreifen, um Verschwörungsideologien zu konstruieren und Wissenschaftsfeindlichkeit zu schüren. Auf sogenannten Querdenken-Kundgebungen werden JournalistInnen bepöbelt, bespuckt und körperlich angegriffen. In Chatgruppen wird dazu aufgerufen, Kleinkinder und gebrechliche SeniorInnen als menschliche Schutzschilder in die erste Reihe zu stellen. Mehrfach haben vermeintlich bürgerliche DemonstrantInnen, PolizistInnen, die eigentlich dazu da waren, unsere Grundrechte, nämlich die Versammlungsfreiheit, zu schützen, sie wurden umzingelt und von den DemonstrantInnen angegriffen und verletzt. Auf diesen Kundgebungen wird Hass gegen unsere jüdischen MitbürgerInnen ganz offen zur Schau gestellt oder in Metaphern und Codewörtern verbreitet. Und die Klammer um diese vermeintlich diverse Szene der Verschwörungsideologien spannt die AfD. Bürgerlich getarnte Verschwörungsideologen, Europahasser und Neonazis gehen in der Partei der AfD ein und aus. Mitglieder der AfD-Landtagsfraktion mischen mittendrin mit und werben sogar mit der antisemitischen Verschwörungsideologie, dem sogenannten Great Reset, für gewalttätige Kundgebungen. Diese Partei, diese Fraktion steht auf dem Kriegsfuß. Sie fragen sich, wer aus Ihrer Fraktion? Ich dachte, Sie wüssten so gut Bescheid. Sie sind doch bekannt dafür, dass Sie Dossiers über Ihre Abgeordneten führen. Zur Ergänzung, Herr Lambrou, ich empfehle Ihnen einen Blick in den Telegram-Channel des Kollegen Schenk. Da stehen diese antisemitischen Verschwörungsideologien alle drin. Also da ist, wenn ich mal den Kollegen Rahn zitieren darf, in Ihren Stasi-Methoden offenbar noch eine Lücke. Meine Damen und Herren, die Partei und die Fraktion der AfD steht ganz offensichtlich mit unserem Grundgesetz auf Kriegsfuß. Aber unsere Demokratie ist wehrhaft, und wir werden unsere Verfassung mit allen demokratischen Mitteln gegen ihre Angriffe verteidigen. Zum Schluss noch ein paar Worte der Hoffnung, die ich habe. Mit der Wahl des US-Präsidenten Biden hat die Verschwörungsszene einen ziemlich schweren Schlag erfahren. Es hat sich sogar für die fanatischsten Anhänger dieser Verschwörungsideologien herausgestellt, dass es kein Deep State, kein QAnon gibt. Sogar fanatischste Anhänger dieser Ideologien haben dem abgeschworen. Und ich habe die große Hoffnung, dass wir in Deutschland und in Europa zügig vorankommen mit dem Impfen, dass wir wieder lockern können, dass wir zu der Freiheit und zu unserem Alltag zurückkehren können und dass all die Menschen, die jetzt nicht nur verunsichert sind, sondern darüber hinaus Verschwörungsideologien verbreiten, dies dann auch anerkennen werden und zurückkehren werden zu einem gesellschaftlichen Diskurs, der auf Wissenschaft und Meinungsfreiheit basiert. Dann ist die Zeit gekommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dann ist auch die Zeit gekommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir bereit sind zu verzeihen und den Menschen wieder unsere Hand zu reichen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Schauder. Für die Landesregierung hat dann als nächstes Staatsministerin Puttrich das Wort. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Die Debatte eben hat gerade gezeigt, dass es ausgesprochen wichtig ist, dass ein solcher Antrag wie heute hier im Hessischen Landtag beraten wird. Und lassen Sie mich zwei Vorbemerkungen machen. Man sieht, dass auf beiden Flügeln von mir aus gesehen, auf der äußerst rechten, auf der äußerst linken Seite, offensichtlich ein Verständnis vorhanden ist, das ich keinesfalls teilen kann. Wenn ich mir die Rede der AfD anhöre, dann ist es, wenn es um Europa geht, geprägt von Feindseligkeit, von Neid, von Ausgrenzung und Aggression.
Und wenn Sie von Ihrer Seite her leugnen, dass Sie aus der Europäischen Union aussteigen wollen und hier es anders darstellen, als es tatsächlich der Fall ist, dass Sie bei Ihrem Parteitag in Dresden beschlossen haben, gegen Ihren Parteivorsitzenden von Meuthen aus dieser Europäischen Union auszusteigen, dann ist das eine Verklitterung der Realität. Und da kann ich nur sagen, Sie zeigen einfach ein Europa-hässliches Gesicht, und Sie sind welche, die gesellschaftliche Brunnenvergifter sind. Aber auch wenn ich zur linken Seite schaue, muss ich sagen, ich bedauere, wenn Sie hier äußern, dass, wenn man diesen Tagesordnungspunkt heute hier behandelt, Sie sagen, weiter weg könne man von der Lebensrealität der Hessen nicht sein. Wir sind eine Woche vor der Europawoche. Unsere Aufgabe ist, für Europa zu werben. Und wenn wir nicht dieses Mal darüber reden, diese Woche, dann verpassen wir eine Chance, über die Europäische Union zu reden. Insofern kann ich nur sagen, da sind Sie weit weg von der Realität der Menschen hier in Hessen. Und lassen Sie mich auch diesen Einsatz noch dazu sagen. Ihre Bemerkungen zur sozialen Marktwirtschaft, die Sie geäußert haben, die erschüttern mich ins Tiefste. Die soziale Marktwirtschaft ist für uns ganz klar die gesellschaftliche und wirtschaftliche Grundordnung unseres Staates, an der ich auch keinesfalls gerüttelt wissen möchte. Und sehr geehrte Damen und Herren, selbstverständlich ist es wichtig, dass wir vor der Europawoche über dieses Thema reden. Wir hatten eine Verfassungsänderung, wir hatten eine Volksabstimmung. Die ist nicht lange her, die war im Jahr 2018. Im Jahr 2018 haben sich immerhin 82,4% der Menschen in Hessen, die daran teilgenommen haben, dafür ausgesprochen, dass der europäische Gedanke hier in die hessische Verfassung aufgenommen wird. Also haben wir auch den Auftrag, dafür zu kämpfen und uns dafür einzusetzen. Und insofern ist es vollkommen richtig, dass es heute hier darüber gesprochen wird, ein Antrag behandelt wird. Deshalb begrüße ich das außerordentlich, der zwei wesentliche Dinge beinhaltet. Das eine ist das Bekenntnis zu Europa und damit zur Europäischen Union und selbstverständlich auch die Absage gegen Extremismus und Gewalt. Sehr geehrte Damen und Herren, die europäische Einigung ist seit vielen Jahrzehnten der Garant für ein friedliches Europa. Und es ist so, dass Europa nie friedlicher war als in der Gegenwart. Und wir sind längst mehr als ein Binnenmarkt. Ja, wir sind eine Wertegemeinschaft, auch wenn es manchmal schwierige Diskussionen darum geht. Und wir sind eine Friedensgemeinschaft. Dies gilt für die Gegenwart, aber auch mit Blick auf die Zukunft. Und sehr geehrte Damen und Herren, wir brauchen die Europäische Union, weil sie der Garant ist, dass Deutschland von Freunden umringt in eine friedliche Zukunft schauen kann. Schon an den Außengrenzen der Europäischen Union, in Weißrussland oder Ukraine, zeigt sich, dass Frieden kein Geschenk ist. Die zunehmende multipolare Blockbildung zwischen den USA, Russland und China macht deutlich, dass wir als Deutsche unsere Interessen nur im Geleitzug einer gemeinsamen europäischen Außen- und Sicherheitspolitik werden durchsetzen können. Und sehr geehrte Damen und Herren, wir brauchen die Europäische Union, damit wir unseren Wohlstand aufrechterhalten können. Der europäische Binnenmarkt schafft die Voraussetzung für unseren Wohlstand. Und um es klar zu sagen, die wirtschaftliche Kooperation ist die Grundlage für die soziale Dimension Europas. Und insofern brauchen wir einen guten, funktionierenden Binnenmarkt und eine gute wirtschaftliche Zusammenarbeit und wirtschaftlichen Erfolg. Und wir brauchen die Europäische Union, um unsere Werte von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit auch in der Zukunft sichern zu können. Wir erleben derzeit, dass demokratische Prozesse von außen attackiert werden. Denken Sie an die Angriffe an die IT-Infrastruktur des Bundestages oder an den Versuch, die Wahlen in den USA zu beeinflussen. Auch diesen Angriffen können wir nur gemeinsam standhalten. Wenn einer von uns angegriffen wird, dann müssen wir uns alle miteinander angegriffen fühlen. Und wenn hinter solchen Desinformationskampagnen Staaten stehen, dann muss auch eine Reaktion von allen Mitgliedstaaten der EU erforderlich sein oder erfordern. Und sehr geehrte Damen und Herren, meine Damen und Herren, die Herausforderungen, ja selbstverständlich, sind groß. Aber gerade weil wir vor großen Herausforderungen stehen, müssen wir uns auch selber groß zeigen.
Und das ist letztlich die Begründung für die Europäische Union. Einheit in Vielfalt. Größe da, wo es notwendig ist. Das Gebot der Subsidiarität in allen Bereichen. Und wir brauchen das Miteinander. Diese Erkenntnis begründet Europa jeden Tag aufs Neue. Und das macht auch das Bekenntnis zu unseren demokratischen Grundordnung aus. Und deshalb brauchen wir diese Europäische Union. Und man kann sich fragen, warum so ein Bekenntnis gerade jetzt? Die LINKEN haben das gefragt. Warum überhaupt? Wir arbeiten doch derzeit mit aller Kraft gegen die Corona-Pandemie an. Kann das nicht warten? Nein, es kann nicht warten. Dieser Antrag ist genau jetzt notwendig geworden. Und gerade die Debatte heute hat es gezeigt. Ja, im Umgang mit der Pandemie wurden und werden durchaus auch Fehler gemacht, keine Frage. Es wurden weitreichende Entscheidungen getroffen. Wir haben die Diskussion um die Bundesnotbremse gerade gestern erst erlebt. Es gab und gibt keine Blaupause, wo man fehlerhaft durch eine weltweite tödliche Pandemie kommt. Die gibt es weder in Deutschland noch in anderen europäischen Staaten noch in der Europäischen Union insgesamt. Aber wir müssen uns diese Herausforderung gemeinsam stellen. Nur gemeinsam können wir das schaffen. Aber es gibt gesellschaftliche Gruppierungen, die die jetzige Situation und auch die Corona-Krise als Vorwand nehmen, unsere gesamte Ordnung infrage zu stellen. Die Pandemie wird für krude Thesen und Verschwörungstheorien ausgenutzt. Ja, ich sage ganz bewusst ausgenutzt, weil ich den Hintermännern und Frauen unterstelle, dass sie es eigentlich besser wissen müssen. Sie nutzen die Sehnsucht vieler Menschen nach einfachen Antworten in komplexen Zeiten aus, ganz bewusst, um völkische, separatistische oder lediglich egoistische Ziele zu verfolgen. Und sei es nur, um ein wenig Aufmerksamkeit zu erheischen. Um diese Ziele zu erreichen, haben Sie keine Hemmungen davor, sich mit rechten oder linken Extremisten zusammenzutun. Ihre Abneigung gegen die Gegenwart und Zukunft lässt sich mit den Geistern der deutschen Vergangenheit, lässt sie mit den Geistern der deutschen Vergangenheit zusammenarbeiten. Und die sich jetzt angesprochen fühlen, die sollten sich selbst fragen, welche Welt will ich eigentlich meinen Kindern und Enkeln hinterlassen? Eine Welt des Zusammenhalts und der internationalen Kooperation oder eine Welt der Verschwörungstheorien und nationalen Ideologien. Ihre Pläne jedenfalls würden Deutschland schwächen, sowohl politisch als auch wirtschaftlich. Und ich sage an dieser Stelle ganz deutlich, mit dieser hessischen Landesregierung wird es das nicht geben. Wir sind in diesen Punkten Ihr politisches Gegenteil, meine sehr geehrten Damen und Herren von der AfD. Deshalb ist die Abkehr von der Europäischen Union in der jetzigen Form keine Lösung für uns. Wer sich abschottet, hat nur sich selbst. Wir sehen, dass gerade beim Brexit, den Sie als Meilenstein der Unabhängigkeit bejubelt haben, in Wahrheit sind die wirtschaftlichen Folgen in Großbritannien stärker zu spüren im negativen Bereich als in der Europäischen Union. Und ich weiß, Sie werden jetzt wieder die politische Opferrolle einnehmen. Das wird man ja noch einmal sagen dürfen, oder wir kämpfen schließlich für die Freiheitsrechte. Das hört man ja oft. Und das ist wohl das perfideste Ihrer Strategie. Dass Sie den Eindruck erwecken wollen, als ob es irgendjemanden darum ginge, unsere Freiheiten als Selbstzweck einzuschränken, das ist schlicht und einfach absurd. In einer Demokratie muss man nicht einer Meinung sein. Dazu gibt es ja politische Mehrheiten. Der demokratische Diskurs besteht aber daraus, auf Basis von Fakten zu diskutieren. Obskure Verschwörungstheorien sind von unseren Grundrechten geschützt. Sie können sie immer und überall erzählen, aber sie gehören nicht in einen ernsthaften demokratischen Diskurs und schon gar nicht verkleidet als Fakten oder Argumente. Sehr geehrte Damen und Herren, welchen Geist Sie aus der Flasche lassen wollen, kann man im Übrigen bei diversen Demonstrationen, etwa in Kassel oder anderswo in Deutschland, beobachten. Es ist angesprochen worden. Polizisten, Rettungskräfte und Journalisten werden immer häufiger bedroht, beschimpft und körperlich angegriffen. Erst am Montag wurde ein Kamerateam in der Nähe des Reichstags derart angegriffen, dass der Dreh abgebrochen werden musste.
Gerade auch wegen der hohen Zahl solcher Angriffe ist Deutschland auf der Rangliste der Pressefreiheit der Reporter ohne Grenzen von gut auf befriedigend herabgestuft worden. Und das macht uns traurig und das macht uns aufmerksam. Und gerade deshalb müssen wir hier über solche Dinge auch reden. Frau Staatsministerin Putz, ich darf Sie an die vereinbarte Redezeit erinnern. Ich bin fast fertig. Auch das ist eine Entwicklung, die wir nicht akzeptieren werden. Im politischen Diskurs haben Gewalt und Einschüchterung keinen Platz. Und deshalb, sehr geehrte Damen und Herren, ich bin froh, dass der Antrag heute hier besprochen wurde, dass es die Diskussion gegeben hatte. Und gerade in der Woche vor der Europawoche, und ich kann nur alle diejenigen, die die Europäische Union unterstützen wollen, in unserem guten Geiste dazu auffordern, hier für die Europäische Union mitzuwerben. Besten Dank. Vielen Dank, Frau Staatsministerin Puttrich. Für eine zweite Runde hat sich der Abgeordnete Heidkamp für die AfD-Fraktion gemeldet. Sehr geehrte Präsidentin, danke schön. Sehr geehrte Frau Puttrich, wir waren zusammen mehrmals auf Reisen in die Länder der EU. Können Sie mir vorwerfen, in irgendeinem dieser Länder, auf irgendeinem dieser Reisen unangenehm aufgefallen zu sein, mich mit den Ländern, mit den Bewohnern und mit den Repräsentanten dieser Länder mich irgendwie antieuropäisch geäußert zu haben? Es war mir ein Pläsier, mit Ihnen diese Reisen zu machen, für die europäische Verständigung mich einzusetzen. Und ich hoffe, dass wir in Zukunft – es ist mir übrigens aufgefallen, Frau Puttrich, dass es Ihnen schwer gefallen ist, mich etwas weniger nett zu behandeln als die anderen Reisemitglieder. Und ich will Ihnen mal was sagen. Frau von der Leyen sieht ja ihre europäische Qualifikation darin, dass sie ihre Schule in Belgien gemacht hat und damit ausgezeichnet Französisch kann. Ich habe mein Abitur auch in Belgien gemacht, und ich spreche mindestens so gut Französisch wie Frau von der Leyen. Also, wenn Sie einen Europäer hier stehen sehen haben, hier ist einer. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Heidkamp. Als nächstes hat der Abgeordnete Stirböck für die Freien Demokraten das Wort. Herr Präsident, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Äußerungen vom Kollegen Heidkamp sollten nicht nur dem Haltungscheck unterworfen werden, sondern auch dem Faktencheck. Herr Kollege Heidkamp hat vorhin in seiner Rede gesagt, die Europäische Union wäre nie einer Volksabstimmung unterworfen worden. Das ist gerade hier im Hessischen Landtag natürlich eine steile Aussage. Richtig ist, dass sich Hessen, unser Bundesland, in einer Volksabstimmung zur Europäischen Union bekannt hat. Es heißt jetzt in der Hessischen Verfassung, Hessen ist ein Gliedstaat der Bundesrepublik Deutschland und als solcher Teil der Europäischen Union. Hessen bekennt sich zu einem geeinten Europa, das demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen und föderativen Grundsätzen sowie dem Grundsatz der Subsidiarität verpflichtet ist, die Eigenständigkeit der Region wahrt und deren Mitwirkung an europäischen Entscheidungen sichert. Das passt Ihnen nicht, ist aber Teil der Hessischen Verfassung. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Stirböck. Mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Deswegen sind wir am Ende des Tagesordnungspunkt 71 angekommen und würden über den Antrag dann heute Abend abstimmen. So wurde signalisiert.